Ist los? Ja, geht los, servus. Warte, ich mach auf, da ist ein Koffer rein. Die Jacken hast du mit. Hast du eine Jacke mit? Nein, brauche ich glaube ich nicht. Du hast keine Jacke mit? Nein, brauche ich nicht. Aha. Ich habe einen Schirm mit. So, von mir aus kannst du losgehen. Los geht's. So. Glaubst du, dass das irgendjemanden interessiert? Ja, Vollgas. Wieso? Wieso? Weil ich sowas noch nie erlebt habe, dass ich in Kenia bin. Ja, deswegen interessiert es andere Leute. Genau so. Weil sie schon gesagt haben zu mir. Ja, sagen und so weiter ist. Die wollen das unbedingt anschauen. Ja, deine Freunde. Ja. Auch Bekannte wollen das alles sehen. Ja, und sonst? Glaubst du, dass das sonst auch noch irgendjemand interessieren wird? Ja, sicher. Kannst du dir vorstellen. Millionen Leute auf der Welt. Wieso? Kannst du denken, was so interessant wird. Ja. Was genauso so interessant sein. Einen Herrn Berl gibt es noch einmal auf der Welt. Das ist so interessant, weil er so ein Freikünstler ist, gell? Und er so eine Begabung hat. Was er anschaut, was er macht, das ist schon, das sieht er schon fertiger. Und so wird es. Ja. Und das 140. Stehst du jetzt voll im Gas oder was? Ja, jetzt bin ich voll drinnen. 140, pass auf, jetzt geht's auf, 141. Auch 145, pass auf. 150. Wir müssen jetzt aber noch 2 Stunden weit kommen, gell? 150, pass auf, jetzt ist gleich 160 am sein. Du bist der Travot, du Zylinderbär. Ich kann sie nirgends was noch machen lassen. Du musst sie mir schon wie Nutzen. Ich schmeiß die aus. Also.
Ah, oh, Wahnsinn, der Uhr fängt beim Aufziehen fängt sie schon geschlagen an. Die Uhr ist eine altdeutsche, eine zweigewichtige, was sie jetzt geschlagen hat. Das sind Kuckucksuhren. Kuckucksuhren. Kuckuck. Golf Cabrio, Baujahr 84, 70 PS. So, schauen wir an. Weinrot. Die Kippmühlen waren da, der Schaufschuck ist da gestanden. Haben wir da gearbeitet. Ja. DS Moped. Rudolf Berl, geboren in Brünkrams, 24. Mai 1926. So alt bist du mal werden. Jeder wird nicht so alt. Ah, jeder? Da muss ich selber schuld. Na, selber ist nicht schuld. Ja, muss ich richtig ernähren. Das ist mir nicht nichts da. Es kann selber was passieren. Nein, kann, da war schon der krank geworden. Also das ist alles bestimmt, ja, du kommst da raus. Mein Vater ist mit 68 Jahren gestorben. Und dein Großvater hat Harmonika gemacht? Der hat eine Harmonika gemacht, mein Großvater. Selber gemacht, gespielt auch schön. Gut gespielt. Und nachher hat er die Harmonika, wie die Bugans, dann kann man versteckt und die Streichen drüben, unter die Streichen rein, nicht? Und nachher dann nicht mehr erwarten, ist es holen gegangen, um mich wieder umgetragen ins Haus. Und nachher sind sie gekommen und haben es mitgenommen.
Dann hat er wieder eine Morgen gehabt, das letzte. Und da hat er nirgends mehr fertig gebracht, ist er gestorben. Hab ich fertig gehabt erst. Und jetzt gehe ich einmal. Ja, Chef. Wie mein Vater. Was? Wie mein Vater auf die Welt kam, und ich wollte mein Großvater ein Dirndl haben, wir sind vier Buben. Dann hat mein Großvater meinen Vater erwischt, das ist ein Stutzel gewesen. Um in den Keller hat er ein Loch genommen, hat ihn eingelegt, einen hat ihn eingeräumt und gehabt, hat er lassen rausschauen. Ehrlich. Ehrlich. Echt wahr, es ist Tatsache, die Nachbarn, das haben wir erzählt früher. Schau, jetzt kommt wer. Das ist eine gewünschte Tochter. Aber jetzt schon, ja. In diesen 40 österlichen Tagen, in dieser österlichen Bußzeit, bereiten wir uns wieder auf die Feier von Leiden, Tod und Auferstehung unseres Herrn. Warum, dass ich nicht mitbete? Weil ich nicht so gut beten kann. Weil ich nervös bin beim Beten. Ja, ich weiß selber nicht, was dort los ist. Bist du gläubig? Ja, ein bisschen schon. Weil ich mal was gemerkt habe. Mein Leben. Christus spricht, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. So lasst uns gemeinsam. Es ist so das Gefühl von den Verstorbenen. Die sind nicht tot, die sind irgendwo. Die haben über uns den Überblick. Viele Leute. Wir kommen auf alles drauf, wenn wir gestorben sind. Weil irgendwas muss sein. Irgendwas. Das haben sie schon bewiesen. Das Universum. Ja. Mir blendet die Sonne. Ich muss mir erst eine Sonnenbrille kaufen gehen. Optiker, Hartlauer. Da kriege ich drei Brillen, wenn ich eine kaufe. Eine kann ich verschenken. Was ist Mutter? Ist der Vater schon sündenfrei? Da.
habe ich noch nie gespielt, die muss ich erst lernen. Was hast du denn angestellt? Katastrophe. Was hast du gemacht? Ich war ein Lausbuer. Nein. 1972 bin ich in die erste Klasse Volksschule gekommen. Dann die zweite Klasse, dann bin ich sitzen geblieben. Nicht gern. Dann bin ich in die dritte Klasse, dann bin ich in die vierte Klasse Volksschule, dann bin ich die erste Haupt. Dann bin ich wieder sitzen geblieben, dann bin ich in die zweite Klasse, Hauptschule, dann bin ich auf die zweite und auf die Poli. Wegen einem Abschlusszeugnis habe ich müssen auf die Poli besuchen. Und in der Poli-Klasse habe ich nur in den Magen geschaut. Ach so. Nicht gelernt. Gelernt habe ich nichts. Und no. Dann bin ich austreten mit 4-5er. Gottes Willen. Dann bin ich aus der Schule gekommen, war ich 15 Jahre. Dann bin ich zur Nachbarn, 1,5 Jahre, Schafe füttern. Jeden Tag in der Früh und am Abend. Achso, das habe ich gar nicht gedacht mehr. Dann habe ich Garten gestaut und Bauen auf Wasch, ich habe alles gemacht. 1000 Schilling am Monat. Dann mit 17 Jahren bin ich Tischler lernen gegangen. Hey, Vater! Vater! Was ist? Ja. Ja. Heute haben wir die große Klappe jetzt umbauen. Um. Was umbauen? Die große Windmühle umbauen. Ach so? Um. Wo du bist? Nein, reparieren! Wenn sie um? Ich machen, herrichten. Herrichten! Ach so, was richten? Die Windmühlen herrichten, die große. Ach so, ja, ja, ja. So, gearbeitet, jetzt gehen wir heim essen. Gehen wir heim essen. Gabi, hast du schon großen Hunger? Hm? Stell dir vor, heute ruft mich der Schmolzer Gusl an. Die große Windmühle ist dann runtergefallen. Da muss man die Werkstatt abführen, das Gestell ist dann nicht. Es ist mitten zum Abbrechen. Das ist gerade dann runtergefallen. Mahlzeit. Fangen wir mit den Tomaten an. So. Was brauche ich noch? Was tust du da? Was ich tue, ich muss ein Werkzeug mit auf ihn nehmen für Klappe, die zum Abbauen. Valentin, machst du noch nachher zu, wenn wir zusammen? Passt! Das ist für nichts. Fährst du ein bisschen um? Das ist für nichts. Hey, Alfred, das ist für nichts. Hinten eigentlich nicht laufen durch. Hinten, der Lagerbock. Das hält nichts, das ist für null. Wo können wir denn jetzt aushaken? Ja, pass auf, jetzt kann ich aushaken.
Lass ein bisschen runter. So, ich muss ihn noch weg, dann muss ich auch runterfahren. So, ein bisschen länger. Ich muss den Karl von unten rauf, dass er nicht rausgeht. Von unten rauf, dass ich zwar raus. Probier, ja. Richtig. Das ist richtig. Ah, so ist es. So. Sehr gut. Sohn ist so oben, an die, was er fängt, was ganz um die Welt rundherum geht. Das ist für mich das Interessanteste, was es gibt. Was, wenn ich Sachen mache, was keiner macht. Ich habe schon das Gefühl, das wird noch so, wie ich es haben will. Weil wenn ich will, geht es. Der Windmüll da, der so ein Riesenklappe. Das ist so, man muss einen Haufen anschauen in die Berge. So. Zuerst haben sie mir gesagt, ich war der größte Windmüll da. Dann habe ich die größte Klappe dort gebaut. Na, no, waren sie schon ruhig, haben sie gar nichts mehr gesagt. Die Bank ist ein Traum geworden. Es ist das schönste Stück, was ich gemacht habe bis jetzt. Schöner als der Klappertetz? Viel schöner ist der Klappertetz. Machen wir einen Duscher, mein Bruder. Boah, ein Wahnsinn! Die Ohren pfeifen, die Ohren suchen schon. Die Ohren. So, das ist einmal ein Stück. Schau. Ich wäre sonst in meinem Leben nie nach London gekommen, glaube ich nicht. Und ich sah reiner Zufall durch die Eckbank, durch den Herrn Nachbar David, und ist das so zustande gekommen. Mit seinem Cousin Eckbank machen. Und so ist es noch dahin gelaufen. Mhm.
Und das hat alles genau zusammengepasst. Ja. Jetzt müssen wir die Bank aus aufstürzen. Na pass. Ausgetragen. Wie willst du es eigentlich tun? Das kommt so, sie heute schon draußen gekommen. Okay, sind schon draußen gekommen. Da haben wir so oben gehabt. Da kommt sie wieder so drauf gestürzt. Dann kommt die Wand zu und wenn die Füße oben genau mit dem Fuß wieder viermal angeschraubt. Mhm. Halt dich auf, heißt. Ja. Langsam. Komm, heb auf ein bisschen. Ja. Heb um mal zum. So, nieder, nieder. Alter. Marie, wie werden wir das? Das darf ich, das kriege ich doch nie auf. Sag du. Du bist das doof, wenn wir das haben. Und jetzt? Ja, wir glauben! Wir sind schon um. Oh! Hof ran, schieb an! Ja! Schieb's da an! Pass auf! Warte, bin. Pass auf, es rutscht so wie! Pass auf, du musst zu mir aufschieben! Ja, es rutscht so wie, es liegt noch auf dem Auto da oben! Pass auf, Franz! Zwei. Aber zu mir auf, es rutscht da mit, David. Hey, pass auf, es rutscht da mit, du musst zurück. Komm zu vorne. Du musst so schräg, David. Warte, ich hol's gleich, schieb's das vorne um. Ich hol's gleich, David. Warte, ich schieb's vorne um. Pass auf, Plastik, aber lauf hin, Franz, bei den Kanten. Was? Ja, bist du, wie bringen wir das zu den Horten? Die Skiträger haben so gewackelt, da haben wir da nachgezogen, was ich befühle. Was ist durch Berg auch noch? So, jetzt wir noch ab. Dann schieben wir das so rein. Was denn? Zuerst müssen wir ein Bild genau mitten rein tun. Wir müssen die Kisten zerlegen. Warum? Weil wir das nicht aufladen dürfen. Warum? Wir haben gesagt. Ich hab nachgeschaut. Wo ist es nachgeschaut? Wir dürfen maximal 100 Kilo aufladen. Wo? 100 Kilo pro Träger? Ha? Gesamt. Gesamt? Bist du sicher? Ich habe gerade beim MTC angerufen. Was haben Sie gesagt? 100 Kilo dürfen nur gesamt oben sein. Echt? Ich weiß, das heißt, wir müssen die Kisten wieder runterbauen, die Kisten weglassen. Warum? Und nur die Bank einwickeln und die Bank. Bist du sicher? Ha? Nein. Ah. Ja. So, wir sind super. Jetzt runter. Super. Sechs, und jetzt haben wir es auf. Und ich stehe mit einem Fuß auf den Schragel. Das ist nicht, weil ich gut traue, jetzt mit einem Fuß. Das ist ein Schragel, der weggerutscht, weißt du? Ja. So, Oma. Schau, so geht die gerade die Heckklappen zu. Schau, süß, geht's schon. Schau jetzt her. Ja, bist du, na, schon David. Das geht sich trotzdem nicht aus. Wie? Kriegst du die zweite nicht einer? Die zweite? Die zweite ist so. Nimm sie mal zurück. Schauen wir mal. Ohne den Sitz hast du da, geht es einmal nicht. Das war's. Ja. Irgendwie bin ich jetzt total froh, dass wir das scheiß Dachträger arbeiten können. Ich hab das nicht gemeint, David, aber nichts glauben. Wir. Ah, da haben wir noch was müssen rein tun. Scheiße, jetzt haben wir keinen Schaumstoff mehr. Ich muss schauen, ob da alles passt. Das passt hundertprozentig so. So, fertig. Was hast du gesagt? Ja, aber ich kann nicht sagen. Gut, ich kann nicht sagen. Viel Geld. Schau's gut aus, ich komm's gell? Ja. Und ja. Viel Geld. Schau aufpassen. Warum? Daheim, schau aufpassen. Ich bin die ganze Woche unterwegs. Du? Ja. Wo bist du denn? Nach London. Du? Ja. Thank you.
müssen wir das das erste Mal machen, es hilft nichts. Bald in Frankreich. Bald bei der Grenze, gell? Ja. Muss ich schauen. Das ist ja auch Passkontrolle. Du hast den Garagengift mit? Nein. Es ist gut. Garagengift ist gut. Schau. Ja, es, wenn man das einmal nimmt. Du bist komplett sorgenlos. Du bist ja richtig high. Du blühst auf. Ein Traum ist das Gefühl. Komplett sorgenlos. Komplett. Da ist ein Rausch nichts, das ist ganz anders, wenn du rauschig bist. Das ist ein Wahnsinn, das Gefühl. Wow. Hast du schon mal probiert? Nein, hab ich nicht, aber ich hab das Gefühl, dass es so ist. Föhren. Die hängen, die stehen alle ein bisschen zurück, so schräg, gell? Manche. Bye. So, danke. Da geht's ja auf, da geht's immer höher, ja genau, da wird es immer höher. Da, ja, schau, siehst du, wo die Kurve da für ist. Da gleich. Also drei haben wir, entschuldige. Da muss da auf. Also da geht's wieder oben. Du sagst mir, wenn du siehst, 202. Also jetzt geht's wieder auf, ja. Ja. Schau jetzt da noch, der Klaus da oben. Das war 12, 12. Jetzt pass auf da. 2, ja genau, 2, 4, 2, 2, genau da. Und der jetzt steht der eine. Da mitten musst du wieder zu denen. Zu dem Mercedes. Nein, da entschuldige. Das ist ein Schrägstand. Da genau nach denen. Das ist ein Wahnsinn. Ne? Schau, wie es aussieht auch. Also die nimmt dann Zettel ab. Der Bus auf, ja. Komm David, geht los, gell? Wir können jetzt mal da aufgehen, oder? Gehen wir auf ihn? Oben siehst du die Aussicht, gell? Gehen wir auf die Kamera links. Boah, da oben ist ein Beste, das da oben ist jetzt mein Lebenstraum. Schau, da ist die freie Luft. Jetzt sehe ich, ja, schau, mal, da ist mir zu kalt, hä? Da ist aber echt zu kalt, David, da zieh ich jetzt voll schon. Gell? Wir geben noch einen Kuh. Wo ist denn da das Meer? Was ist denn? Ah ja. Ah, da ist das Meer. Schau, oder? Also, wir fahren wir jetzt da, die Richtung, gell? Warte, da geht der Sturm. Ha? Da oben. Wahnsinn, immer so wie da bin ich krank. Ist das schön? Ja. Ja, hallo? Wir fahren jetzt gleich, wir fahren mal gleich los mit der Fähre. Wir sitzen schon rum. Ja, er fährt gerade los mit Schritttempo. Ja, wir sind jetzt mit der Fähre. Du kannst sagen, eine gute Stunde früher. Ja. Ja, das Meer ist wunderschön. Das ist das erste Mal heute ein Naturmeer. Ich bin ein bisschen nervös jetzt da. Schaut wieder die Westen, vier Tage. Sieh aus die Jacken. Ja,
geht schon so. Ich kann jetzt nicht wieder fahren. Fast her. Fast du richtige Seite? Wo sind wir denn jetzt? Goddammit, hä? Wir sind jetzt aber echt schon nah an London. Gell? Müsst jetzt links und rechts und rechts. Scheiße. Schau, wie geht das? Also, Buh, wir haben einen Gegenverkehr. Wie geht denn das da? Wo sind wir denn jetzt? Hä, wenn da ist. Wisst ihr, was mir blöd geht? Schau mal, David. Wir fahren genau verkehrt jetzt. Normal fahren wir drüben, gell? Hinauf, gell? Das ist. Und ich hole die links. Dann ist es die erste Spur um mich. Was hältst du mal an die erste Spur? Du musst es verkehrt denken, gell? Gell? Ja. Da überholen sie da jetzt. Das ist echt der Umstand, gell? Gell, Jörg? So, in meinem Leben noch nie gesehen, dass ich jetzt zum ersten Mal. Sie wollen ja nächstes Jahr den Verkehr umstellen in England. Nein, sicher. In England nach rechts fahren, ja? Geht das? Was tun Sie mit den ganzen Autos? Aber Sie wollten schrittweise einführen. Also ehrlich? Zuerst haben wir nur die LKWs. Und warum? 3 Monate später erst die PKWs. Und warum? Na ehrlich? Sag schwöre. Das glaube ich nicht. Da ist Graz. Nächster Gegengang London. Da musst du mal auskennen, ha? Da brauchst du Zeit, bis du alles weißt, gell? Was du herziehen willst, gell? Schau mal, wo ist denn der Fernseher, den ich nach oben? Das ist super, das taugt mir am Fernseher. Du weißt die ganzen Neuigkeiten, alles, was immer gibt, was auf der Welt passiert, alles halt. Ich könnte mir das ohne Fernseher nicht mehr vorstellen. Mir geht das jetzt schon. Jetzt haben wir schon 2 Tage nicht mehr im Fernsehen geschaut, wie wir vorgefahren sind. Aber du musst hart bleiben. Ich schau lieber das Universum nichts dem. Die Filme, die Schauspieler, das ist hier nicht wahr, das Zusammengestellte, das taugt mir nicht so. Da ärgere mich auf, wenn es noch wieder nicht, das wieder nicht wahr ist, gell? Halt. So, Mari, das ist ein Traumhaus, schau dir das an, das verziert dich. Unglaublich. Das ist schön. Das ist, schön. Fairly, das ist schön. Das ist der Wahnsinn. Du bist in England, Charlie, ha? Du bist in England. Das erste Mal in meinem Leben. Habe ich mehr gesehen. Das erste Mal. Komm. Das erste Mal in meinem ganzen Leben. Hm? Willkommen. Willkommen in London. Servus. Servus. Berli, fantastisch. Hast du die Bank mit? Die Bank ist nicht ein Traum. Ein Traum. Ein Traum. Super. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist eine Oberfläche. Ja. Das macht kein Tischler. Zum Schluss. 3 Stunden lang mit 240 Lag geschlafen, bin alles nachgeschliffen. Ja. Das ist so glatt und so ein schönes Holz, das hast du noch nie gesehen. So schön. Ein Traum. Das war was bei einer. Dann habe ich gesagt zu David, tu mir deinen Sitz aus, ich da deinen Sitz. Ja. Der geht sicher da so rein. Und die haben mich überreden möchte. Das ist so was am sichersten. So rein tun. Da haben wir ab und zu bei einem angegriffen, das ist ein bisschen fertig. Ich habe Schleifer bei mir zu nachschleifen. Ich habe 240 mitgenommen. Okay. Yes. Hast du? Ich sehe, wie schön geht, da kannst du greifen. Das ist ein Traum, da hat sogar ein Tischlermeister angeschaut und hat gesagt, das ist ein Traum, der ich baue. Yeah. Tischlermeister, ein Kollege von mir. Heb keiner ab. Ja, hallo, ist alles in Ordnung daheim? Ja, wir sitzen gerade im Kaffeehaus in London. Kaffeehaus, den sitzen wir. Ich trinke gerade eine Maust. Ja, weil das so gut ist da. Da schneit es da so viel kalt. So viel schneit, kalt, was gehst. Eiskalt. Ja, so schön, haben sie gesagt. Depp. Wir kommen schon, am Sonntag auf Nacht kommen wir heim. 2 Tage sind wir gefahren. 2 Tage. Geil. Ja, ganz laut. Geil ist auf Nacht, wenn wir rein auf Nacht ankommen. Ich verstehe schon ein paar Wörter. Ja. Nein, ich hab nur eine Erdrumsuppen geißen.
Ja. Es ist ein schöner Tag. Ja. London ist so groß, von Umsau bis Graz rein. Ja, nur die Stadt ist so groß. Ja. Na, größer. Bis. Ja, viel Geld, ich muss aufhören, das ist ja voll teuer. Viel Geld. Ja. Ist alles in Ordnung, ist schönes Wetter. Sonnenschein im Brünkrum. Sarah. Ja, es ist sau kalt. Heute ist kälter wie gestern, ha? Wahnsinn. Jetzt gehen wir Stadt rein, gell? Wir fahren mit irgendwas heute. Wie glaubst du, dass die Innenstadt ausschaut? Ich habe mir schon das Bild von mir. Mit Innenstadt wieder ausschauen. Viel schöner halt. Wie da? Bitte? Schöner wie da? Ja. Das auf jeden Fall. Da musst du auch drucken, die Karten. Du musst die Karten da drucken. Und du siehst, ja, wann der Blizzard oder wann der Blizzard oder ja. Zeige da oben. Da habe ich mehr Übersicht. Kamera da oben, gell? Da oben schau. Siehst du das? Ich weiß, da darf man nichts machen, nichts fladern. Na, Blitz da oben. Alles überwacht. Danke, die brauchen wir. Datum, 4. April. Einmal hat mein Vater so ein Gemeindestier gehabt, das kann mich erinnern. Das war ein Stier, dann hast du einen Streich und der war so nützlich, das war ein Stier, das ist ein Wahnsinn. Wie eine Kuh, kannst du sagen, ein Wahnsinn. Der hat niemand was da und der Stier. So, und jetzt reden wir einmal die Sachen. Jetzt reden wir aber, was reden wir jetzt über London? Wahnsinn, ha? Das musst du mal zu Ende bringen, ha? Weißt du, was ich kaufe? Das kaufe ich mir, Bontigam. Das. Wie viel? 10 Pfund, 10 Pfund. 10 Pfunde. 10 Pfund, wie viel? 10, Sir. 10. They are the official scarf. Passt, David, passt 10? Wo ist denn der 10er? Das? 20? Was ist das? 10. Okay, thank you, sir. Where are you from? Woher bist du? Ich, Austria. Oh, Austria? Austria. All
right. So Graz, 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 Graz. Graz, yeah, yeah. Graz. I've heard of Stehen. Graz. Yeah. So you go skiing? Skiing? Ski first. Ich? Ja. Wie? Ob du Ski fährst? Ski? Nein, nix. Ich Tischler, so, Hobel. Eckbank machen für sein Cousin, wohnen in London. Sein Cousin wohnen hier. Ah, okay. Musiker hierher verheiratet, 2,5 Jahre daher geheiratet. Die für Familie von? Sein Cousin. Mein Cousin. Und Frau. Frau. Okay. Ich komme von Graz, 40 Kilometer von Graz. Okay. Bezirk okay. Leibniz. Leibniz. Ja. Entschuldigung. Ja. Ich komme aus Liverpool. Ich weiß nicht. 2 Tage waren wir unterwegs, 2 Tage mit Bus. Nur 2 Tage. 1700 Kilometer. And you made this from hand? Just from hand? Yeah. Everything. It looks very good. I'd love to be able to work with wood myself. It seems quite therapeutic. Yeah. Eiche, Eiche. Oak. Oak. Very. Is it a very hard wood? Yes. Yeah. See how this works. Schönes. Soft. It's so flat. Yeah. So zusammengestellt. So. So. It's good. It's really good. 28 Stunden fertig. 28 hours. I'm worried I don't know enough about carpentry to fully appreciate it. The next station is Embankment. Ich bin jetzt gerade da sitzen. Wir fahren morgen früh weg und somit und späten Abend kommen wir heim. Ja, somit kommen. Ja, morgen bleiben wir über die Nacht irgendwo in Frankreich oder in Deutschland. Ja, 4 Gaute war. So, jetzt habe ich angerufen. Jetzt habe ich die Adressen von meinen 2 Geschwister. Wer hast du gerade angerufen? Meine Mutter. Wo wohnt sie? Wo meine Werkstatt ist. Ach so. Dort wohnt meine Mutter. Und wie hast du die deine Frau, ich weiß, dass du 2-mal verheiratet bist. Ja. Wie hast du die Frau kennengelernt? Die 2. Frau? Es war ein ganz super Disco. In Dover bei Graz. Es sind mehr ältere Leute, viel Grazer, nicht so jüngere. Und dann habe ich die Angelika gefragt, fährst mit mir mit, wir fahren jetzt einmal an in die nächste Disco. Das war von dort weg nur 2 Kilometer, ganz eine kleine. Dann sind wir dorthin gefahren, sie ist da gesessen, wenn sie schon einen Überblick, was die nicht so nehmen. Und dann haben wir so geredet und geredet, dann habe ich schon gesehen, passt, das ist alles in Ordnung, das habe ich sofort gemerkt. Und dann habe ich gesagt, Angelika, ich möchte bitte die Adresse haben. Ja, Adresse aufgeschrieben, Telefonnummer, alles passt. Nächsten Tag angerufen, hingefahren, spazieren gegangen, alles gezeigt, die ganze Wirtschaft, alles gezeigt. Die Eltern haben gesagt, sie kommen in der Stadt, sind vorgefahren. Eltern, alles super, alles passt. Und so ist es da hingegangen. Ja. Wie lange bist du jetzt verheiratet? Ich bin jetzt am 14. November 1998 haben wir geheiratet. Jetzt ein Stück für dich, Kylie. Mei, das ist mir so. Das ist mir eine Riesenfreude. Du hast gerade von der ersten Liebe gesprochen, weißt du? Das ist herrlich. Ich werde ein Liebestraum für dich spielen. Meine erste Liebe war aber nicht schön. Ach so? Sie war ein bisschen schmerzlich. Oh. Thank you.
Ja, ja, du kommst nie drauf, wo ich jetzt bin. Ich sehe jetzt komplett ganz London, komplett. Nein, kein Turm, das größte Riesenrad, da bin ich, jetzt fahren wir gerade. Ja, der schönste Sonnenuntergang da jetzt. Ja, ich tue mit der Arbeit schon Handy telefonieren, meistens geht jetzt da herum, ne, bei den Gondel drinnen. Es ist so groß. Ja, die Stadt, die Stadt. Ja, ein Wolkenkratzer sehe ich ja. Nicht? Was wie groß ist bei den Turm, bei der Uhrturm ist es Uhrberg, Zipferblattl, 8 Meter Durchmesser, 8 Meter. Ja, das Uhrzipferblattl. Ja, ja, okay, noch. Ja. Okay, gute Nacht. Gute Nacht, hat sie gesagt. Wieso geht's mit meinem Handy nicht? Ha? Das verstehe ich nicht, mit denen ist so gut gegangen. Die Erdkugel dreht sich, die Sonne jetzt steht, die dreht sich so. So, die Richtung. Ist gerade die Sonne? Das ist logisch, schon. So. Ist klar, so kann er. Die Sonne ist jetzt da, muss dann so der Richtung. Wow, das ist halt herrlich, gell? Schau mal das Meer. Da oben ist schon viel bessere Sicht, gell? Ich probiere mal meinen Bruder anrufen, gell? Ja, servus Rudi, ich bin's, der Fredi. Was glaubst du, wo ich bin? Da kommst du nie drauf. Na, ganz woanders. Ich bin gerade auf die Fähre, da von London Richtung Frankreich. Auf der Fähre bin ich oben, auf dem Meer, das erste Mal. Nein, es kostet mir nichts. Ja, das Kamerateam tut mich gerade alles filmen, das Kamerateam ist mit. Weil ich habe nach London eine Eckbahn gemacht von meinem Nachbar gegenüber bei uns unten, der David. Sein Cousin ist in London verheiratet und der habe ich eine Eckbahn gemacht, da habe ich können gratis mitfahren, liefern. Nach London sind wir mit seinem VW-Bus gefahren. 2 Tage waren wir unterwegs und jetzt heute fahren wir gerade heim. Nein, die 2 Kamerateams, der Nachbar und sein Vater, zu 5 zusammen. Sein Freund ist ein Kamerateam. Das wird alles gefilmt, weil ich war ein Kind oder war Fernsehen. Sie waren vorige Woche schon bei den Eltern, haben sie alles gefilmt, Werkstatt, alles. Ja, ein bisschen verstehe ich schon in London. 2 Tage waren wir in London. Obwohl. Ja. Ja, sind wir mitgefahren. Mit einem Riesenradl auch mitgefahren gestern. Ja. Ja. Das ist so schön, weil es ist so kalt. Jetzt bin ich gerade auf der Fähre, sind wir ganz herum, da geht es ja für Sturm. Ja, dann geht es mit dem Auto weiter. Jetzt fahren wir eine halbe Stunde mit der Fähre, eine halbe Stunde mit der Fähre. Bis ich war durch Frankreich durch und heim heute. Um 10:30 ist. Ha? Weiß ich nicht, wir suchen heute die kürzeste Route. Ja, wir sind mal gefahren am Dienstag, Mittwoch, so 1800 Kilometer, nicht ganz. Jetzt haben die Fähre. Ja. Ja. Ja, nächste Woche kriegst du ja Karten. Von Big Ben von London kriegst du Aussichtskarten, von Big Ben. Ein paar Follower habe ich da oben bei den Karten. Ja, okay, noch. Servus. Gut, es ist super hingehauen, super gehört alles. Er hat sich sehr gefreut, dass ich ihn nicht eingegangen. Mein Bruder kennt einen Big Ben, er kennt London. Das kennt er. Er war sehr begeistert, das ist ihm nicht eingegangen. Hat er gesagt, hast du so viel Geld, dass du nach London kommst jetzt? Hat er gesagt, das ist ihm nicht eingegangen.
dass sie da haben können mitfahren. Ja, es war lustig, für ihn sehr interessant. Er hat sich so richtig mit mir mitgefreut, der Bruder. Manfred, wenn es da zum Beispiel der Film irgendwo läuft und dann sagen die Leute möglicherweise, also dieser Bärl, das ist ein wirklich komischer Typ. Nein, das ist mir komplett wurscht. Das soll sich an der denken. Die Mehrheit sagt das eh nicht. Ich sag, eigentlich mit dem gar nichts stören, sondern drehen, was sie wollen. Ich gehe meine Wege und fertig. Die machen das Beste draus. Es kann noch besser werden.